Menge Gegner. Hui. Ja, alle. Genau, ich sagte es doch gerade. Stimmt. Zack, zack, bam, puff, puff. Und wir haben Level Up, das heißt, wir sind voll geheilt. Spürt meinen Zorn. Ah, Katsching. Und wir haben schon wieder einen Goblin-Kopf gefunden. Denn das waren schließlich auch Goblins, die wir getötet haben. Warum die nur so wenig geeignete Körperteile fallen lassen, ist mir zwar schleierhaft, aber naja. Das Konzept ist auch so ein bisschen... Da hinten sehen wir schon wieder Leute des schwarzen Rings. Die hängen hier jetzt überall rum. Na gut, eigentlich nicht. Hier hängen sie rum. Am Eingang zum Maxos-Tempel und hinten bei der Mine. Ansonsten glaube ich doch ganz am Ende des Tals ziemlich häufig. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Ja, Windkraft, ein Punkt. So, wobei, doch ja, Windkraft geht vor Stärke. Habe ich gerade so beschlossen. Stärke ist auch schön. Ne, Stärke. Wir haben genug Mana erstmal. Hm. Wir haben ganz schön viele Bücher dabei, muss ich ja sagen. Natürlich können wir noch Fertigkeiten und... Oh, wir haben Lockpick auf 5. Damit können wir jetzt endlich uns um unseren Schaden kümmern. Dankeschön. Dann können wir gleich nochmal in die ausgebrannte Kapelle zurückgehen. Oder allgemein im Dorf nochmal ein bisschen looten. Alles gucken, was wir noch nicht haben. Hier haben wir einen Wunschbrunnen. Da kommt die nächste Seele auf der Suche nach Reichtum und Ruhm. Und ich kann euch dabei helfen. Wurde ich gerade von einem Haufen Steine angesprochen? So in etwa, ja. Aber dieser Haufen Steine erwartet etwas mehr Höflichkeit und das mit gutem Grund. Ich bin der Wunschbrunnen und ihr habt einen Wunsch frei. Ein Wunsch klingt gut. Ich denke, ich versuche es. Fein, aber vergesst nicht. Nichts gefällt mir mehr als das Geräusch von Gold, wie es durch meinen Schacht. Ich wusste, dass mich das was kosten würde. Nichts ist umsonst, oder? Sagen wir einfach, dass meine Stimmung davon abhängt, wie spendabel wir sein. Ein paar Münzen lassen mich kalt. Ein voller Geldbeutel reizt mich sehr. Und ein königliches Vermögen bringt mich erst richtig in Fahrt. Hm. 1000 Goldstücke lasse ich springen. Ich meine, wir sind Bonzen. Ja, das ist es. Nur her mit eurem Wunsch. So. Und jetzt können wir wählen. Mächtiger Gegenstand oder mehr Erfahrung? Ich bin für mehr Erfahrung. Denn das gibt, glaube ich, ein Level Up. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine schon. Wird zumindest eine Menge XP. Der Ring ist, das ist sonst, ansonsten würde man einen Armreif kriegen. Der ist auch ganz nice, aber ich möchte Erfahrung. Meiner Meinung nach habt ihr mehr als genug Erfahrung, aber euer Wunsch ist mir befehl. Hey, kritisiere nicht meinen Wunsch. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Im Maxos-Tempel zu sein. Na gut, es gibt kein Level, aber es gibt 5000 XP, ich bitte euch. Ihr hattet euren Wunsch. Ich kann nichts mehr für euch tun. Ja, ihr könnt mir vielleicht noch beantworten, ob ihr vielleicht DER Wunschbrunnen seid. Also der einzig wahre Wunschbrunnen. Oh nein, es gibt noch andere, wenn auch nicht allzu viele. Es gab einen in Ferrol, der sich selbst den wunderbaren Wasserspender nannte. Stellt euch das mal vor. Er war immer etwas hochnäsig, vor allem nachdem er einem Abenteurer einen Wunsch erfüllt hatte, der dann später der Göttliche werden sollte. Ich sollte gehen. Wie erwünscht. Ja, das gute alte Ferrol. Ich weiß jetzt nicht, welcher Wunschbrunnen gemeint ist. Da gibt es einen so ein komisch... Also ich habe bisher die Beine gewinnt. Ich habe es ja noch nie durchgespielt. Hab mich mal wieder rangesetzt, aber irgendwie... Nachdem ich es dann im Let's Play so viele Probleme hatte, hatte ich eigentlich eine Weile keinen Nerv drauf. Weil irgendwie... Wenn man so ein Projekt abbrechen muss, hat man auch irgendwie privat nicht mehr so viel Lust, das Spiel zu spielen, das erste. Naja, aber da gab es eine Stelle, die eventuell ein Wunschbrunnen sein sollte. Da hat man auf jeden Fall random irgendwas gekriegt. Ich weiß nicht, ob die Stelle gemeint ist oder ob es wirklich noch irgendwo einen Wunschbrunnen gibt. Aber reden wir doch erstmal mit Draven oder Dreavan. Und gütiger, da ist der Besuch. Wenn
Diese Ecke des Tals bekommt man nicht häufig andere Leute zu Gesicht. Ich bin Dreavan. Okay, er ist Dreavan. Was führt euch an diesen Ort? Die Abgeschiedenheit, Drachentöter. Die Möglichkeit, ungestört mit meiner Bezauberungsmaschine arbeiten zu können. Oh, eine Bezauberungsmaschine, I see. Waffen, Rüstungen, Ringe. Ich fertige alles an, was ihr wollt. In der Stadt würde ich wahrscheinlich ein Vermögen verdienen. Aber Geld interessiert mich nicht, sondern nur die Kunst der Bezauberung. Ich würde gerne von euren Fähigkeiten Gebrauch machen. Ihr müsstet für die verwendeten Rohmaterialien bezahlen. Aber abgesehen davon, sicher. Die Maschine arbeitet mit Roteisenerz, das im Trümmertal reichlich vorhanden ist. In letzter Zeit ist es jedoch schwierig, an Vorräte heranzukommen. Die Bergarbeiter eines recht neuen Stollens etwas südlich von hier bringen mir normalerweise jede Woche Eisenerz. Dieses Mal sind sie jedoch nicht gekommen. Bringt mir etwas davon und ich werfe die gute alte Maschine wieder an. Ihr würdet mir damit wirklich helfen. Zuvorkommt, wie ich bin, habe ich sogar etwas Roteisenerz bei mir. Genau das Richtige. Gut gemacht, Drachentöter. Los, bringen wir mein Schätzchen sofort zum Laufen. Ja. Und das war, was ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe. Roteisenerz ist sowas wie die Kohle von Rivellon. Gibt hier. Also diese ganzen magischen Maschinen arbeiten alle mit Roteisenerz. Und wir lesen seine Gedanken, nachdem wir uns unser Amulett wieder angelegt haben. So, Amulett, wo bist du da? Das habe ich übrigens jedes Mal wieder so. Dieser Dreavan hat wirklich eine beeindruckende Maschine. Macht sie euch zunutze, solange ihr könnt. Es wird nicht leicht werden, in den Maxos-Tempel zu gelangen. Geh doch zu deinem Maxos-Tempel, wenn du ihn so gern hast, und stürm ihn nicht weiter hier. Bleib da. Seid gegrüßt, Drachentöter. Ihr wollt etwas bezaubern lassen? Nein, ich will deine Gedanken lesen. Ich muss das Kennwort für mein Lager so ändern, dass es schwieriger zu erraten ist als Dreavan. Natürlich. Auf jeden Fall, ich will natürlich auch noch etwas bezaubern. Bezaubern wir doch irgendwas. Drei Drachensegen, drei leere Bezauberungsfelder. Man kann auch andere Dinge entzaubern, damit man wieder freie Slots hat. Weil im Allgemeinen können Items bis zu drei Bezauberungsslots und dann auch nochmal Veredelungsslots haben. Ich glaube auch drei oder zwei. Ich glaube Veredelungsslots nur zwei in der Zahl. Auf jeden Fall, und die Veredelungen, die kann man so finden und einsetzen. Und die Bezauberung, dafür braucht man halt Rezepte. Wir haben bisher noch keine, deshalb können wir bisher nur Lebensentzug und Vergiftung skillen. Da bekommt man halt Waffen und Rüstungen und auch Ringe. Dann mal los, an die Arbeit. Effektiver machen. Also so passive Boni geben, wie halt, dass die einem mit einer gewissen Prozentchance Leben wiedergeben. Oder so bei Rüstung zum Beispiel, dass sie zu einer gewissen Chance Schaden reflektieren. Diesen ganzen Kram, den wir auch teilweise schon drauf haben. Also sowas wie Mana-Vorrat und Rüstungswerte gibt's auch. Fernkampfschutz und so ein Kram, das sind auch alles Verzauberungen. Also sowas wie Aura der Vergeltung, das ist halt auch eine Verzauberung. Oder Aura des Schadens. Gibt auch so Auren wie spontane Entzündung der Umgebung. Das ist nur mal sehr nervtötend, wenn man an einem Hasen vorbeirennt und schon einige Hasen gefarmt hat. Deshalb will ich jetzt auch noch nicht alle so viele Hasen töten. Denn sonst kriegt man ein ganz kleines Problem. Und irgendwie schockt das nicht, wenn die Schlüssel so leuchten. Naja. Hübsch. So. Und da liegt Ginseng. Und hier ist das Zeug. Und hier ist noch mehr Zeug. Doch, hier ist Zeug und noch irgendwelches Zeug. Nee, aber noch eine weitere Maschine, die wir aber nicht planeten können. Die ist nur Deko. Sieht aber ganz nett aus hier im Keller. Weil es eher eine Höhle als ein Keller ist. Na gut, er hat sich hier auch nur so eine kleine Hütte gebaut. Die kann wohl kaum einen ausgebauten Keller haben. Wahrscheinlich hat er die Höhle gefunden und sich gedacht, ja, hier baue ich mein Haus. So, aber wir haben noch einige Kisten zu öffnen. Deshalb teleportieren wir uns mal zu zwei Orten. Und zwar zuerst zur Kapelle. Gehen nochmal in die Tunnel unter der Kapelle. Oder warte, war hier nicht auch noch eine Kiste?
Ich weiß es gar nicht mehr. Konnten wir die am Eingang schon öffnen? Ah, habe ich richtig nachgedacht. Okay, da war immerhin ein wenig Geld drin. Da ich mich immer für XP-Wege entscheide, könnte das Geld partiell etwas knapp werden. Es wäre erst relativ spät, aber... Nun denn. Und vor allem, da ich immer alle Malachite aufkaufe, sofern ich das Geld dafür habe. Denn wie ich bereits mal erwähnt habe, Malachite sind extremst selten. Deshalb auch immer alle Malachit-Erzadern durchsuchen, wenn damals Malachit drin ist. Dann hat man richtig Glück. Das habe ich erst 2-3 Mal erlebt. Wenn überhaupt so oft. Vielleicht war es auch nur einmal. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mal einen gefunden habe, dass der eine Malachit-Erzader war, aber ich weiß nicht, wie oft. Kann ich wirklich nicht sagen, aber war sehr selten. Ja, aber die Dinger sind halt auch relativ viel wert. 2000. Man kriegt sie wirklich nur sehr schwierig. Es gibt ein paar Wege, wie man ein paar kriegen kann. Ein paar Quests, wo man dann auch durch Gedanken lesen wieder ein bisschen mehr Belohnungen abkassieren kann. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon wieder keinen Sound. Ich verstehe dieses Soundtrack-Getötel nicht. Ich hab doch extra das Spiel nochmal neu installiert, aber irgendwie will es nicht. Kann auch sein, dass es ein gewollter Effekt ist, dass ab und zu der Sound nicht einsetzt. Hat so auch irgendwie was Idyllisches mit dem Getwitcher. Den Schritten durchs seichte Gras. Und im Zeppelin am Horizont. Ach ja, so ist das Leben. Und es sind eigentlich keine Zeppeline mehr. Zeppeline sind awesome. Ja, ja, eure Schönheit macht dies Grab zur Feierhalle voll von Licht. Wir haben es verstanden, Lomax. Wo haben wir denn noch Truhen? Ich glaube, es gibt nur noch 2 Truhen, die wir überhaupt öffnen müssen. Die in Dingens Keller haben wir ja schon gehabt. Ich glaube, die hier brauchten wir noch. Apropos, wenn wir schon mal hier sind. Ich weiß gar nicht, haben wir Karl eigentlich schon besucht? Ah, der Idiot, der mich verpfiffen hat. Was sagen denn deine Gedanken? Ich bin hier ganz schnell wieder draußen. Ich brauche nur einen Löffel und die Uniform eines Zeppelin-Piloten. Moment, was? Den verstehe ich nicht. Wenn ihn mir irgendwer erklären kann, gerne. Gesetz ist Gesetz. Ich musste euch verpfeifen. Gesetz? Ihr habt mein Tagebuch geklaut und redet hier von Gesetzen? Ach, das ist nur eine Bagatelle. Balagatellt euch doch selber! Oh, schert euch davon! Verschwindet von hier! Lasst mich hier verrecken! Das wollt ihr doch, oder? Man hätte ihm auch jetzt noch Danas Brief geben können. Das wäre auch ganz witzig gewesen. Dann hätte er wäre noch ein bisschen mehr enraged, soweit ich weiß. Ich habe es noch nie ausprobiert. Müsste ich eigentlich mal machen. Aber dann müsste man halt auf die Quest verzichten. Das wäre wirklich nur so ein Ding für Testzwecke. Aber es zeigt wieder, wie einfallsreich die Entwickler einfach sind. Es ist teilweise echt krank, wie viele Auswege es aus einer Quest gibt. Sie haben zwar noch nicht in diesem Spiel noch nicht so viel Was habe ich heute mit meinen Worten? Choice and Consequence, wollte ich sagen. Haben sie hier noch nicht so viel eingebaut. Aber haben wir Goblin-Herzen? Nein. Aber das kommt auch noch im nächsten Spiel. Also im nächsten RPG, in Original Sin. Und auch in Divinity Dragon Commander ist auch ein reines Choice and Consequence Spiel, das stelle ich mir auch ganz interessant vor. Halt im Story-Modus dann. Wird ja ein Strategiespiel. Mit Rollenspiel und Action-Effekten. Effekten. Elementen. Aber dann auch Original Sin. Wird dann zwar wieder eher in Richtung Divine Divinity gehen als in Richtung Divinity 2, aber dann mit rundenbasierten Kampfsystemen.
so nicht dieses Final Fantasy rundenbasierte Kampfsystem, auch wenn das pauschal so nicht sagen kann, weil jedes Final Fantasy ein bisschen anders war, aber eher ein taktisches Rundkampfsystem mit Action Points und allem, dass man halt sich auch auf Positioning achten muss und solche Sachen. So ein bisschen strategiespielmäßig. Ist auch so eine Sache, also einige können das nicht leiden. Ich find's cool. Weil es echt mal wieder so ein richtiges Oldschool-RPG ist. Aber einige meinen auch, dass ich es deshalb nicht kaufen, weil sie Divinity 2 einfach besser fanden. Aber ich muss sagen, Divinity 2 gefällt mir auch extrem gut. Und wir sind straight in eine Falle gelaufen. Das hätte ich auch verhindern können, aber naja. Da sind wir aber direkt. Gibt uns mal ein Level. Aber die Dinger sind auf Level. Zu spaßen! Komm her, mein Tierchen. Diese Stelle ist echt hart. Da bin ich auch schon häufig gestorben. Ich hoffe, ich habe nicht ohne sterben, weil ich habe nicht gespeichert. Ich bin schwer verletzt. Scheiße. Gut, Wir hatten hier einen Autosave. Gut, aber die Folge sollte soweit sowieso zu Ende sein. Könnte eventuell ein bisschen kürzer werden, aber naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder bis hierhin gespielt habe. Wir haben ja nicht so viel neues Zeug gemacht, also wir haben schon vieles erreicht, aber wir haben jetzt keine neuen Items gekriegt, die irgendwie nennenswert wären, deshalb ist das weniger tragisch. Vielleicht kriegen wir dann ja sogar irgendwas Awesome-mäßiges. Ihr seid es ja gewohnt von mir, dass ich nicht speichere und dann fehle. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Divinity 2. Bis dahin.